auch. So, kommen wir zum vierten Teil im Bereich der Absatzwirtschaft, Gestaltung der absatzwirtschaftlichen Instrumentariums. Hier ein kurzer Einblick und dazu gehen wir weiter. Wir sind im vierten Bereich, wir sind fast am Ende dazu und wieder findet ihr die ganzen entsprechenden Sachen zur Vertiefung im WÖ oder im FAS, im vierten Abschnitt oder Teil 4 Marketing. Gestaltung der absatzpolitischen Instrumentariums, Absatzwirtschaft, Marketing und Vertrieb. Hier geht es jetzt darum, wie vertreiben wir letztlich, wie kriegen wir unsere Produkte raus? Und jetzt geht es hier wirklich im Sauseschritt immer durch. Das, was wir uns hier merken müssen, ist dieses Rad. Das sind diese ganzen Instrumentarien. Zu jedem diesen einzelnen Punkten, die wir nachher hier gleich einmal kurz durchdiskutieren werden, gibt es Bücher, reihenweise Ausführungen, Spezialgebiete. Da könnte man bestimmt mehrere Tage von füllen und eigene Module auch zu haben. Also absatzpolitische Instrumente bestehen aus vier Marketinginstrumenten. Das nennen wir die vier Ps. So. Und merken, vier Marketinginstrumente, vier Ps, die wir hier sehen. Produktpolitik, Preis, Kommunikationspolitik und Distributionspolitik, die wir hier haben. Das sind unsere vier Ps. Produkt, Preis, Kommunikation und Distribution. Das merken, das, damit steuern wir letztlich unsere ganzen Marketinginstrumente oder das sind unsere Marketinginstrumente, die wir haben. Und da gehen wir in den einzelnen Bereich. Natürlich kann man natürlich immer in einzelnen Bereichen Maßnahmen einleiten, aber sie werden nie einzeln so dargestellt, sondern sie sind immer eine Wechselwirkung. Das heißt, wir finden mehrere Sachen. Wir haben eine Produktentscheidung, das heißt, welche Produkte stellen wir her. Und es gibt natürlich immer auch Preise. Es gibt auch, wie kommuniziere ich denn überhaupt? Das heißt, wenn wir ein Produkt haben und keiner weiß darüber Bescheid, dann hilft es mir nicht. Und wie kriege ich das zum Kunden? Auch das ist immer ein Thema. Okay, gehen wir in die einzelnen Bereiche. Bei der Produktpolitik geht es um was? Wir haben folgende vier Bereiche. Die Produktqualität, Qualität, Innovation ist hier Thema. Die Produktdifferenzierung nach Marktsegmenten. Das heißt, wenn wir sagen, gut, wir haben vielleicht im Markt Frauen, Männer, Kinder, solche Sachen. Das kann Thema sein dazu. Kundendienst, Garantien, Service, wenn wir über Produkte sprechen, oder Produktimage, Design, Marke, Werbeträger, wie bauen wir Image auf? Das ist alles im Bereich Produktpolitik zu finden, um halt die optimale Leistung bei gegebenem Preis hinzukriegen. Und da seht ihr schon mal dieses Zusammenspiel von all diesen Bereichen, das ist schon ziemlich komplex, was man hier macht. Gut. Schauen wir uns das hier nochmal an. Um Bedürfnisse zu wecken, Ausgangspunkt Bildung der Bedürfnisse der Kunden, die durch Produkte zu befriedigen. Das hier ist eine grundlegende Grafik, die wir hier haben. Die basiert auf dementsprechend der Bedürfnispyramide nach Maslow, auch diesen Namen, die Maslowsche Bedürfnispyramide, ganz wichtige Grundlage. Wir haben die Pyramide, stellt sie wie folgt dar. Physiologische Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Wärme. Das ist die grundlegende Geschichte. Sicherheitsbedürfnisse, Existenzsicherung, Zukunftsversorgung. Dazu soziale Bedürfnisse, Kontakt zu anderen Menschen. Bedürfnis nach sozialer Achtung und Wertschöpfung und Selbstverwirklichung. Das ist zwar die Pyramide. Das heißt, wenn ich auf irgendwas verzichten müsste, würde ich auf jeden Fall nicht auf das, weil das gefährdet meine Existenz. Dementsprechend. Aber das sind genau die einzelnen Bereiche im Bereich eines Menschen, die ich ansprechen muss. Auf die Knöpfe, die ich drücken muss, damit ich bestimmte Produkte verkaufen kann. Produkte müssen zur Bedürfnisbefriedigung eines entsprechenden Nutzen. Also das heißt, der Kunde muss einen Nutzen natürlich feststellen. Grund, Zusatznutzen es gibt einen Grundnutzen und es gibt Zusatznutzen, den ich vielleicht einsetzen kann. Und wenn das nicht geschafft wird, ist mein Produkt überflüssig. So. Und auch wenn es irgendwelche kleinen Gimmicks sind, wo man sagt,
wo ist denn da der Nutzen dran? Nee, es ist manchmal der Spieltrieb, es ist manchmal der Kauftrieb oder sowas, Selbstverwirklichung. Und da sind wir in solchen Bereichen oder Bedürfnisse nach sozialer Achtung und Wertschätzung. Das sind manchmal auch Produkte, wenn man irgendwelche Statussymbole kauft oder irgendwas. Ne? Aber vielleicht auch im Gegenteil damit auch rumzuspielen und zu sagen, wie Dacia macht es, ich brauche kein Statussymbol, glaube ich, mit den, ich weiß nicht, wie heißt der Dacia, ne? Wer weiß es, wie heißt der Dacia? Das da, genau, richtig, sehr schön. Ich brauche keine Statussymbole dazu. Auch mit diesen, genau auf diese Triggerpunkte zu, weil da gibt es nämlich genau auch Zielgruppen, die sagen, nee, ich mache diesen Spaß nicht mit, ich brauche nicht die neuesten Sneaker, ich brauche nicht die Breitling Rolex oder es gibt im Vertrieb Montblanc Kugelschreiber oder Füller. Nein, das sind Insignien für bestimmte Menschen, die halt sich damit abheben wollen. Aber es wird auch eingesetzt. Also bei manchen, um soziale vielleicht Anerkenntnis zu haben, wird sowas auch eingesetzt. Gut, gehen wir weiter. Wobei die Produkte nicht ewig, also das hier ist der Produktlebenszyklus, den wir hier jetzt sehen. Und da haben wir eben auch verdeutlicht den Handlungsbedarf. Wenn wir ein Produkt entwickeln, und das merkt euch bitte, Produktlebenszyklusanalyse oder Produktlebenszyklus. Wie läuft das? Das heißt, wir haben eine Einführungsphase. Meistens da haben wir gar keinen Gewinn. Hier seht ihr einmal den Gewinn auf die Zeit geschoben und hier den Umsatz mit Produkten, die wir hier haben. Gut, wenn wir hier sehen, am Anfang verkaufen wir vielleicht Produkte, machen aber noch gar keinen Gewinn, weil wir haben vorher Forschung und Entwicklung reingesteckt. Und das ist natürlich dann immer ein Problem. Ja, wir müssen Umsatz machen, um erstmal unsere Anlaufkosten zu decken. Dann kommen wir nachher in die Wachstumsphase, wo wir mehr Umsatz generieren, wo unsere Produkte vielleicht Abnehmer eben finden, wo wir vielleicht auch unterschiedliche Produkte nochmal erweitern, reinbringen. Und hier steigt dann unser Gewinn auch. Das heißt, wir haben eine Reifephase für ein Produkt und hier haben wir die höchste Steigung, den höchsten Punkt. Und irgendwann ist der Markt vielleicht auch gesättigt, Sättigungsphase, wir haben unsere Produkte verkauft, die Produkte halten doch länger als erwartet und ja, der Markt ist gesättigt. Und nachher vielleicht ist unser Produkt irgendwann mal veraltet dazu. Und dann geht es natürlich die Abnehme-Degenerationsphase, die Abbauphase. Hier unsere Gewinne gehen natürlich zu runter, weil wir müssen vielleicht mit dem Preis runtergehen. Wir müssen vielleicht andere Garantien noch geben oder irgendwas. Wir machen halt zwar noch Umsatz und der Umsatz, aber es bleiben keine Gewinne mehr über. Wir haben vielleicht Mitbewerber bekommen, die mit anderen Produkten auch da sind, sodass wir gerade noch mal ja vielleicht ein Plus machen. So, und wir versuchen im Rahmen eines Produktlebenszyklus manche Sachen so weit wie möglich nach rechts rüber zu schieben, sodass wir in diesen optimalen Bereich immer bleiben. Das heißt, das Produkt, was wir vielleicht einerseits hatten, sollte immer weiterentwickelt werden, dass wir eigentlich in so einem Bereich immer schön drin bleiben. Aber es ist halt auch mal, es kann passieren, dass bestimmte Produkte einfach nachher vom Markt verschwinden, weil sie das nicht, ja, weil sie nicht mehr gebraucht werden. Und wenn wir die Bedürfnisse sehen, dass die Bedürfnisse einfach auch der Kunden sich ändern und nicht mehr befriedigt werden, ne? Benjamin, kannst du dazu mal was sagen? Dazu? Also Benjamin schreibt gerade, heute sieht das aber auch gerne mal Ja. anders aus, ne? Hört man mich? Ja, man sieht, hört dich. Ja, wunderbar. Nee, ich meinte zum Beispiel die neuen GeForce-Grafikkarten und so, die sind ja in der Einführungsphase sofort nach oben gestoßen und waren ja komplett leer verkauft. Also da sieht das ja, diese Kurven ja ein bisschen anders aus als sonst. Das ist ja so klassisch, oder? Also das hier ist eine klassische Kurve, klar. Aber auch da haben wir dieser Zeithorizont. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Der ist jetzt hochgeschossen. Am Anfang gab es bestimmt erstmal ein paar, die auch verkauft worden sind. Vielleicht gibt es auch welche bei der PlayStation 5, sagst du, die Vorbestellungen auch, die da gewesen sind. So, aber erstmal müssen die Entwicklungskosten ja auch gezahlt werden.
Sie müssen das mal betrachten, das sind hier eigentlich, wenn du eine komplette Neueinführung machst. PS5 ist ja eigentlich eine, ich sag mal, eine Nachfolgekonsole. Hörst du mich? Ich höre dich. Das ist eine Nachfolgekonsole einer schon bestehenden Linie. Und natürlich mit diesen Marketing-Werkzeugen wie Vorabverkäufe und können diese Umsatzkurven ganz anders aussehen. Aber das ist hier mal so eine idealisierte Kurve einer Produktneueinführung. GeForce, die Grafikkarten gibt es ja auch nicht seit, ich sag mal, eine RTX 390, 3090 kriegst du, glaube ich, jetzt immer noch jederzeit. Also es kommt auch darauf an, die haben ja Produktspezifikationen auch bei der PlayStation eingeführt, dass sie einmal eine Online-Version und einmal eine Nicht-Online-Version rausgebracht haben. Trotzdem ist der Hype so hoch bei PlayStation, der ist schon wirklich gigantisch. Wenn man so ein Produkt hat, braucht man sich eigentlich keine Sorgen zu machen, außer man enttäuscht die Kunden nun aufs Gänzlichste, wenn das Produkt dann rauskommt. Ja, das haben sie schon. Das heißt, bei der PlayStation 5, müsst ihr bei YouTube mal gucken, gibt es schon in Japan, gerade aus dem Geburtsland, weil die dort sich, weil die den Controller anders gebaut haben, eher auf den amerikanischen Markt abgestimmt haben, dass die sehr viele eigentlich die PlayStation 5 in Japan ablehnen sogar. So, also Japan ist ein Nintendo-Land, nicht? Das muss man auch wissen. Aber Japan ist, also haben die Controller zu groß gebaut, oder? Nee, die haben, glaube ich, die Buttons anders belegt oder anders gemacht. Das heißt, da war etwas mit der Steuerung anders, haben die gemacht. Mhm. Und auch die Spiele. Gibt es bei YouTube ein nettes Video dazu, wo das schön darstellt, dass das halt, ja genau, X und O vertauscht. Ja genau, das war das. Sehr schön. Oh. Ja. Ja. Und das kam überhaupt nicht gut an, besonders weil man dort sich auf den amerikanischen Markt halt eingelassen hat. Auch die Spiele, dort hat man sich mehr auf den amerikanischen Markt eingelassen. Und das kam im Mutterland nicht so gut an. Gut, okay, also nochmal wieder zurück. Produkt nicht, also ja. Solche Sachen werden, glaube ich, nicht den Siegeszug der PlayStation 5 beeinträchtigen. Die sind ja komplett ausverkauft und die Stückzahlen waren noch doppelt so hoch wie bei der PlayStation 4 Einführung. Also die haben schon richtig Konsolen verkauft. Und aber bei den GeForce-Grafikkarten muss ich sagen, dass die auch sehr krass sind. Also ich sag mal, wenn man 1700 Euro nur für eine Grafikkarte ausgeben kann, dann ist das schon sehr viel Geld. Aber das hier ist nur eine idealtypische Einführung eines neuen Produktes, was es davor noch nicht gab. Und so könnte er aussehen. Meistens sehen die alles idealisierte Darstellungen, die wir Ihnen hier bieten. Ja, und da bitte wirklich drauf achten. Das hier sind ideal, wie Herr Wirth auch schon gesagt, idealtypische Darstellungen. Das kann natürlich immer im Einzelfall abweichen dazu. Aber die Phasen bleiben immer gleich hier unten. Das heißt, dass die Kurven vielleicht anders aussehen können hier, in welcher Form auch immer. Ja, vielleicht, dass das hier etwas schneller gehen kann, dass das hier keine wirklichen solchen Abstände sind oder irgendwas. Das hier ist einfach nur, um die Phasen eines Produktlebenszyklus darzustellen. Gut, okay, gehen wir weiter. Dann kommen wir in den Bereich der Preispolitik. Eine Preispolitik hat eben den generellen Preis, den wir hier haben. Das heißt, die Höhe, was ich für ein Produkt zahlen muss. Dann haben wir die Zahlungsbedingungen. Wann, wie, wo habe ich was zu bezahlen? Preispolitik, Lieferbedingungen, auch das wird dementsprechend. Wann wird mir was geliefert dazu? Und auch die große Spielwiese Rabatte, Rabattmöglichkeiten, die ich hier geben kann. Ja, also das sind so die Stellschrauben, wenn es um Preispolitik geht, da kann ich dran drehen. Gut, Kommunikationspolitik. Hier gibt es sehr viele Bereiche. Also wirklich zu jedem einzelnen Bereich gibt es wirklich Bücher, spezielle Ausführungen dazu, Abhandlungen, kann man sich wirklich sehr viel nochmal anlesen. Wenn man das braucht, bitte nochmal speziell nachlesen. Aber ihr wisst, es gibt da was und es gibt da auch sehr viele unterschiedliche Ansätze, Studien, Fachbücher, alles das nachzuarbeiten. Gestaltung der Absatzlösung im Instarium, Zielsetzung, Gesamtaufgabe ist die Überwindung von Absatzwiderständen. Absatzwiderständen ist, was ist denn ein Absatzwiderstand? Das heißt, ein Absatzwiderstand ist, dass die Leute vielleicht Konkurrenz
Konkurrenz eher wahrnehmen, dass die da auf andere Produkte halt stehen, dass die vielleicht gar nicht das Produkt kennen, dass die vielleicht mehr Kaufanreize haben müssen, dass die öfter an das Produkt rangeführt werden müssen, dass die öfter die Möglichkeit haben müssen, das Produkt überhaupt zu sehen, ich sag mal, und kaufen zu können. Das heißt, es nützt mir nichts, wenn ich vielleicht ein Getränk habe, aber das nur in einem bestimmten Supermarkt zu kaufen gibt. Nein, ich muss es überall verfügbar machen. Und das muss ich transportieren. Und zum Beispiel haben wir hier Teilbereiche, sind mediale Werbung. Durch Einsatz von breit gestreuten Werbemitteln sollen Nachfrage zum Kauf angeregt werden. Das heißt, ich mach mein Produkt transparent und sage, hier, kauft. Hierzu der Begriff AIDA-Formel. Bitte nachgoogeln. Attention, Interest, Desire, Action. Damit könnt ihr auch sehr viele andere Bereiche genau nach diesem Muster aufbauen. Dann gibt es den Bereich der Verkaufsförderung. Durch gezielte Maßnahmen an Ort des Verkaufes sollen Abnehmer zum Kauf angeregt werden. Vielleicht, dass es Rabatte gibt, Sonderaktionen, spezielle Editions, Vorführungen, alles, was dort gemacht werden kann, führt eben dazu Verkaufsförderungsmaßnahmen dazu. Dann haben wir, handlungsorientierte, da so ein paar Punkte nochmal reingeschrieben. Zum Beispiel auch zeitlich befristete Geschichten. Das heißt, Preise, die nur zeitlich befristet gehen. Wir sehen es im Internet häufig auch. Ne? Gut, dann Öffentlichkeitsarbeit. Auch ein wichtiger Punkt. Also klar, das ist wie alles. Wir müssen transparent oder wir müssen auf uns aufmerksam machen. Das heißt, wenn wir unsere Produkte verkaufen wollen. Die Einstellung der Öffentlichkeit zum Anbieterunternehmen soll positiv beeinflusst werden. Auch das, kurz Langzeiteffekt. Das heißt, wie stelle ich mich da? Wie bringe ich mein Unternehmen als soziales Unternehmen nach vorne? Bin ich in der Presse positiv aufgefallen? Wie stelle ich meine Corporate Identity? Das heißt, habe ich vielleicht einen Betriebskindergarten? Habe ich ein soziales Unternehmen? Engagiere ich mich in der Region, in der ich meine Produkte verkaufe? Bin ich sichtbar überhaupt? Ne? Dann der persönliche Verkauf, den wir hier haben zum Beispiel. Eine schlagkräftige Außendienst soll den Kunden in direkten Gesprächen informieren und zum Kauf anregen. Ja, der Außendienst wird bezahlt durch Verkauf. So, also Verkaufsgespräche vor Ort vielleicht zu machen, persönlicher Verkauf. Auch das ganz wichtig. Ne? Gut, kommen wir zum letzten Bereich, die Distributionspolitik, die wir als im Rahmen unserer vier Marketinginstrumente, unseren vier Ps, eben beachten müssen. Was haben wir dort? Die Distributionspolitik teilt sich auf in drei Bereiche. Das heißt, wir haben einmal den Absatzweg, die Verkaufsorgane und physische Distribution. Beim Absatzweg haben wir den Direktabsatz, Hersteller-Endverbraucher. Okay, indirekter Absatz. Das heißt, Hersteller, Einzelhandel, Endverbraucher oder Hersteller, Großhandel, Einzelhandel, Endverbraucher oder halt die Möglichkeit, das heißt Hersteller, Handelsvertreter und dann Großhandel, Einzelhandel, Endverbraucher, dass der Handelsvertreter das an wen auch immer danach verkauft. Gut, dazu noch vielleicht nochmal diesen Bereich hier nochmal dargestellt. Viele versuchen natürlich jede einzelne Position, die wir hier sehen, die bis zum Ende ist, der am Ende steht, muss den teuersten Preis meistens dafür bezahlen. Weil der Großhandel muss verdienen, der Einzelhandel muss verdienen, der Handelsvertreter muss verdienen. Alle müssen sie einen Bonus dazu haben, dass sie die Produkte verkaufen, weil sie müssen ja auch daran partizipieren, dass sie diese Produkte verkaufen. Und welche versuchen natürlich dann, wenn ich Endverbraucher bin, die Möglichkeit habe, ich will den Einzelhandel überspringen. Ich will auch den Großhandel vielleicht. Welche Möglichkeiten habe ich denn direkt an den Hersteller, damit ich günstiger kaufe? Auch solche Barrieren werden gesehen, dass manche Firmen sagen, nein, wir verkaufen nur an den Großhandel. Die kriegen die und was die letztlich machen, wird denen überlassen. So, weil dadurch haben sie gesehen, sie können natürlich viel besser an den Großhandel ihre Produkte einfach ausliefern und müssen sich nicht mit dem Einzelhandel oder Endverbraucher direkt mit beschäftigen. Gut, dann haben wir Franchise-Konzepte, noch eine andere Möglichkeit des Absatzes. Hier als Hersteller, einer bringt eigentlich einen Prozess oder ein Produkt auf den Markt
wie zum Beispiel Burger King oder McDonald's oder wen haben wir noch als Franchise-Unternehmen? Falls das jemand kennt, in Oldenburg, Oil & Vinegar, auch solche Franchise-Systeme aus Holland. Es gibt da diverse. Subway, sehr schön, Ansgar, das ist auch ein schönes Franchise-Unternehmen, auch dort. Das heißt, da wird eigentlich der ganze Prozess des Produktherstellens, selbst von den Firmengebäude, die errichtet werden und sowas, verkauft an den Franchise-Nehmer und der verkauft diese vorgefertigten Produkte oder das System dementsprechend an den Endverbraucher. Das ist eine Möglichkeit. Dann kommen wir zu den Verkaufsorganen als Distributionspolitik. Was haben wir dort? Unternehmenseigene. Das heißt, Verkaufsorgane, was gibt es denn eigentlich im Unternehmen? Das heißt, wir haben die Vertriebsabteilung. Dann haben wir Verkaufsniederlassungen, das heißt vielleicht vor Ort. Das heißt, wir haben einzelne vielleicht Außendienstmitarbeiter. Das sind solche Punkte, die wir hier im Unternehmen haben können. Und unternehmensfremd können wir zum Beispiel haben Einzelhandel. Das heißt, dann sind das unsere Verkaufsorgane, die außerhalb der Firma liegen, aber auf die wir natürlich gucken müssen. Das heißt, wir müssen natürlich sehen, was wird dort eigentlich gemacht mit unseren Produkten. Ganz wichtig. Wenn wir ein Produkt im Unternehmen haben, was nach außen hin vertrieben wird, hier in dem Bereich haben wir ein eher den Zugriff auf diese Firmen oder Beziehungsbereiche, wie unsere Produkte dargestellt werden, mit welchen Nachlässen, was dort gemacht wird mit den Produkten. Im Einzelhandel oder im Großhandel, Filialketten, Handelsvertreter, HGB, dort Makler haben wir häufig nicht den Einfluss, wie mit unseren Produkten umgegangen, wie sie beworben werden. Das möchte ich normalerweise, aber da ist dieser Einfluss natürlich schon etwas eingeschränkter. Also da muss man ein bisschen drauf achten. Physische Distribution, auch gut, physische Distribution, das ist einfach in dem Bereich, wie bringe ich meine Produkte letztlich an die Mann, an die Frau und wie mache ich eigentlich den Absatz? Das heißt, das ist das, was wir im Bereich der Logistik auch schon kennengelernt haben. Wie kommen die Produkte letztlich zum Kunden oder zu unserem Einzelhandel oder vielleicht auch in die Verkaufsniederlassung, zu den Außendienstmitarbeitern, in die Filialkette und wo sie nachher bis zum Endkunden, Endverbraucher dann einfach gelangen. Gut, damit wäre das auch schon abgeschlossen und ich öffne jetzt hier gleich die Kennzahlen. Das ist relativ einfach, sodass wir auch, ich denke mal, in 10 Minuten schon eigentlich damit durch sind. Ich mache jetzt einmal nochmal die andere Folie auf. So, kann man die aktuellen Folien sehen? Absatzwirtschaft Kennzahl? Ja, kann man sehen. Sehr schön, vielen Dank. Gut, kommen wir zum letzten Bereich und das ist eigentlich auch nur eine Folie dann, die wir jetzt haben. Wir beschäftigen uns mit ein paar Kennzahlen, die wir im Bereich der Absatzwirtschaft Marketing vielleicht uns etwas näher anschauen sollen. Wir sind im letzten Bereich des Bereiches Absatzwirtschaft Marketing. Und auch das könnt ihr alles wieder nachlesen. Vielleicht zu den Kennzahlen, auch beim Bereich Controlling nochmal schauen. Und dann finden wir das. So, das sind eine Auswahl an Kennzahlen, die wir uns im Bereich Marketing anschauen wollen. Angebotserfolgsquote. Um was geht es hierbei? Wir haben hier oben Wertanzahl angenommene Angebote durch den Wertanzahl der abgegebenen Angebote. Was bedeutet das? Das bedeutet, hier sehe ich, wie viel Prozente letztlich meiner Angebote ich rausgebe und wie, ich sage mal, wie viel die zum Erfolg führen. Das heißt, muss ich, wenn ich 100 Angebote schreibe und ich habe nur ein Angebot, was angenommen wird, dann habe ich 1% Erfolgsquote. So, das ist vielleicht zu gering. Dann muss ich daran arbeiten, woran liegt das? Liegt das an der Form der Angebote? Liegt das an der Höhe? An welchen einzelnen Bereichen unserer Instrumente muss ich feilen, dass mein Angebot angenommen wird? Weil man muss hier einfach mal sehen, bei solchen Bereichen, erstmal hat jemand ein Angebot angefordert oder ich habe ein Angebot unterbreitet. Das heißt, es gab dafür einen Grund.
dass derjenige das Angebot bekommen hat. Und jetzt gibt es einen Grund, wieso derjenige das nicht annimmt. Und da muss ich dann vielleicht ansetzen. Das sind solche Fragen, wenn mir meine Erfolgsquote zu gering ist, dementsprechend muss ich daran arbeiten. Gut, Auftragseingangsquote, auch dasselbe Spiel ist hier eigentlich genauso wie, wenn ich jetzt hier Angebote schreibe, jetzt habe ich Auftragseingänge, wie ich das auch nenne im Unternehmen. Das heißt, es kann bestimmte Bereiche, es gibt hier Angebotsannahmen, das heißt, dass Verträge kommen, es gibt Auftragseingänge, die jetzt gekommen oder Fertigungsaufträge. Vielleicht ist es auch, dass man Flugzeuge verkauft, solche Geschichten. Oder geplant, man hat geplant, das ist unsere Strategie oder Umsatzziele, die wir planen. Und dann sehe ich, kann ich damit kontrollieren, ja, bin ich im Plan? Das heißt, ich habe vielleicht eine Auftragseingangsquote, plane ich vielleicht von 10-15% dazu. Und ja, was bedeutet das dann? Das muss im Unternehmen festgelegt werden. Auch Auftragsreichweite, Auftragsbestand, Jahresumsatz, das ist auch eine Zahl. Das heißt, ich habe einen Jahressatz, Umsatz und Auftragsbestand. Ich gucke drauf, was habe ich gemacht und mein Auftragsbestand, wie viel Prozent von meines Jahresumsatzes habe ich denn schon erfüllt? Mein Zieljahresumsatz, den ich vielleicht plane und sage Auftragsbestand. Und dann sehe ich, hey, bin ich in der Zielerfüllung, bin ich nicht. Wie viele Produkte muss ich vielleicht noch verkaufen, um halt meinen Jahresumsatz zu erzielen als Planung? Deckungsbeiträge, auch das immer gucken, wenn ich meine Produkte verkaufe, welchen Deckungsbeitrag habe ich damit erzielt? Bleibt ein positiver Deckungsbeitrag da drin? Dann Neukundenanteil, auch eine wichtige Geschichte. Habe ich neue Kunden gewonnen? Habe ich meinen Markt erweitert? Habe ich vielleicht meine Region dementsprechend mehr abgedeckt? Finde ich neue Kunden? Was sind das für neue Kunden? Preiselastizität, ein Begriff. Prozentuale Absatzänderung durch prozentuale Preisänderung. Das ist eine Kennzahl. Wenn ich was am Preis ändere, inwiefern steigt mein Absatz da? Dazu gibt es noch spezielle Rechnungen. Ab wann ist denn mein Preis zu niedrig oder zu hoch, dass ich keine Marge mehr habe? Das heißt, wie beeinflusst letztlich Preisänderung mein Produkt? Und viele denken ja immer, dass sie hier immer die Preise nach unten und wenn ich einen Preis nach unten mache, dass dadurch mehr Absatz kommt. Ich sagte, ich wäre immer sehr vorsichtig, Preise nach unten. Ich würde die Preise eher nach oben ziehen und mehr Leistung reinbringen. Das wäre vielleicht besser, den Nutzen zu erhöhen. Natürlich ist der klar für den Kunden, dass er dann wahrscheinlich auch mehr zahlen muss. Bloß ich muss transportieren, dass dieser Nutzen es auch wert ist. Das heißt, der Wert, den muss ich darstellen. Das ist eben Aufgabe des Marketings. Reklamationsquote. Anzahl Reklamationen durch Anzahl Verkäufe. Das heißt, was passiert hier eigentlich, wenn ich ein Produkt verkaufe? Ich sage mal, wie hoch ist die Störungsquote? Von x Verkäufen habe ich 0,5% Rückläufer oder Reklamation, in welcher Form auch immer. Das kann man natürlich weiter nochmal analysieren, aber das muss man im Auge mal tracken. So, damit man sieht, was passiert hier eigentlich, weil jede Reklamation bietet erstmal, ist das natürlich ein Störfall, der meistens auch Geld kostet, in welcher Form auch immer. Und hier bietet es aber auch eine Chance. Das heißt, wie ich damit umgehe mit einer Reklamation, ist auch das, wo ich Service und Kompetenz auch beweisen kann. Also daher aufpassen. Ne? Umsatzmarktanteil, Umsatzerlöse des Unternehmens, Umsatzerlöse der Branche. Das ist immer schwierig, solche Sachen zu finden oder zu bekommen. Aber in Branchenverbänden gibt es solche Zahlen. Und da kann man sehen, welchen Marktanteil habe ich eigentlich. Das heißt, wenn 100 Milliarden Umsatz an Autos sind und ich mache 10 Milliarden davon, dann habe ich 10% Branchenumsatz. Mhm. So, und wenn das mal eins meiner Strategien ist, hier den Marktführer zu sein, dann sage ich Marktführer, wenn wir das aufteilen und der Höchste hat hier 20%, dann muss ich halt ihm diese 20% oder ich muss mehr Marktanteil abnehmen dazu. Das bedeutet natürlich, wenn ich meinen Marktanteil ausweite, muss ich anderen Leuten was wegnehmen vom Kuchen. Das heißt, mehr als 100% gibt es nicht. Und wenn mein Marktanteil wachsen muss, muss der von anderen schrumpfen.
Das muss ich einfach mal so hinnehmen. So, oder auch so gestalten. So, dann haben wir einmal die Umsatzentwicklung. Wie entwickeln sich die Umsätze? Umsatzerlöse im Ermittlungszeitraum durch Umsatzerlöse im Basiszeitraum. Das heißt, ich habe vielleicht einen Vormonat dazu und setze das, wie sieht mein Umsatz eigentlich aus? Hat er sich positiv entwickelt dazu oder hat er sich nicht positiv entwickelt? Das sind außerdem auch Zahlen, die wir eigentlich ständig tracken sollten im Unternehmen, wenn wir das wirklich messen. Oder ich nehme mir hier 2, 3 entscheidende, die ich als Steuerungsinstrument, und das sind Kennzahlen. Kennzahlen sind für mich Entscheidungshilfen, Steuerungselemente, um bestimmte Prozesse im Unternehmen zusammenzufassen und zu sehen, was tut sich gerade und wo muss ich darauf reagieren oder muss ich agieren dementsprechend. So, Wiederholungskäufe. Anzahl Umsatz, Wiederholungskäufe, Anzahl Umsatz, Gesamtkäufe. Wenn ich das teilen kann, wenn ich diese Informationen generieren kann, wer denn ein Wiederholungskäufer ist. Und im Online-Prozessen geht das relativ einfach. Da sehe ich Kunde, der vielleicht das erste Mal ein Produkt gekauft hat und wie oft er weiterkauft oder in welchen Rhythmen. Und das kann ich auswählen. Das kann ich auswerten und diesen Umsatz einfach zusammenfassen. Und dann sehe ich, wenn ich einen neuen Kunden gewinne, wie kann ich den aktivieren? Was führt dazu, dass ich den aktiviere? Wieso kauft er jetzt mehr bei mir? Und wenn ich das weiß, muss ich genau diese Triggerpunkte vielleicht auf andere Kunden setzen. So, damit ich generell, und für mich interessiert das eher, wenn jemand nur einmal bei mir gekauft hat. Wieso hat er nur einmal gekauft? Wieso kauft er nicht mehrmals? Vielleicht wollte er nur einmal dieses Produkt haben, das kann eine Sache sein. Aber wenn wir Produkte anbieten, die man auch konsumieren kann und die man auch öfter braucht, dann frage ich mich, wieso kauft er nicht bei mir öfter? Was habe ich getan oder was habe ich unterlassen, um den Kunden halt nicht zu binden? Und das sind halt häufig, dass man vielleicht den Kunden außer Acht lässt. Also ich nehme mich da nicht aus als Unternehmen, dass wir diese Probleme, die ich jetzt hier gerade aufzähle und diskutiere, trifft auf sehr viele Unternehmen zu, gerade auf die kleineren, dass man manchmal seine Kunden einfach aus dem Fokus verliert und nicht seine Präsenz zeigt und auch die Angebote unterbreitet. Weil wenn keiner ein Angebot kriegt, nehmen wir hier oben, wenn keine Angebote erstellt werden, dann wird es auch keine angenommenen Angebote geben. Das hört sich ziemlich banal an, ist aber wirklich so. Das heißt, ich muss dementsprechend rausgehen, ich muss verkaufen. Und daher nochmal wirklich, guckt euch mal dieses Video von Verkaufen, Verkaufen an. Das ist, denke ich mal, sehr prägend. So, das ist eine Auswahl an Kennziffern, die man nehmen kann, um halt den Absatzerfolg im Unternehmen einfach zu tracken und zu überprüfen. Und damit sind wir auch schon am Ende der Veranstaltung. Und ich werde das jetzt mal einmal beenden.